Hallihallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Tableschmock. Heute am Freitag, den 20.09. Freitag, den 20.09. Moment mal, sag mal, Tableschmock-Videos kommen doch eigentlich immer am Donnerstagnachmittag raus. Was ist denn da los? Nun, es gab einen guten Grund zu warten, denn heute ist etwas ganz Besonderes passiert. Und was das war, das schauen wir uns heute mal genauer an. Wie ihr wisst, arbeite ich seit ziemlich genau einem Jahr daran, die Valor und Fortitude-Regeln ins Deutsche zu übersetzen. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von Versionen, was der Tatsache geschuldet ist, dass es immer wieder Regelupdates gab und ich versucht habe, die wichtigsten Regelupdates immer so schnell wie möglich zu übernehmen. Nun, seit einiger Zeit ist nichts passiert und der ein oder andere fragte sich schon, sag mal, Thomas, das mit deinem Valor und Fortitude-Projekt, wird das überhaupt noch was? Nun, ich kann euch beruhigen, na klar wird das noch was. Es dauert nur halt einfach so lange, wie es dauert. Eine Sache, die ich ja schon immer gesagt habe. Und ich tue mir selber keinen Gefallen, wenn ich jetzt sage, im Oktober ist alles da, weil so funktioniert die Welt einfach nicht. Aber heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute erscheint die Version 3.0 der Valor and Fortitude-Regeln. Das letzte große Update für lange, lange Zeit. Weil ab heute ist der Plan von Jervis und den Perry-Brüdern zu sagen, die Regeln werden nur noch einmal im Jahr in einem jährlichen Update aktualisiert. Natürlich wird es immer mal wieder eine neue Armeeliste geben. Ein paar befinden sich aktuell noch in der Testphase, aber im Großen und Ganzen steht das Valor and Fortitude-Werk jetzt. Und das Beste ist, im Oktober, in der Oktoberausgabe der Wargames Illustrated, wird das Valor and Fortitude Compendium verfügbar sein. Ihr erinnert euch sicherlich, es gab ja mal dieses Heftchen hier, diese 5-6 Seiten, mit denen Valor and Fortitude in das Leben vieler Wargamer getreten ist, in der Wargames Illu. Und jetzt wird es entsprechend ein Kompendium geben, in dem sich nicht nur die Regeln der Version 3 befinden, sondern auch Armeelisten und, wenn ich richtig informiert bin, auch noch das Strategy and Guile Kampagnensystem hinten dran sein wird. Und damit ist die Reise mehr oder weniger abgeschlossen und es gibt ein komplettes Werk Valor and Fortitude, Version 3, wie gesagt, mit Kampagnenregeln, mit Armeelisten, noch und nöcher, mit Szenarien, die dazukommen sollen. Nicht so wahnsinnig viele, aber wir sind auf einem guten Weg. Und dann sind wir jetzt endlich mal auf einem Punkt, wo auch ich als derjenige, der den ganzen Spaß übersetzen muss, eine echte Chance hat. Weil das Problem ist wie folgt. Ich bekomme die Informationen meist vorab von Jervis Johnson. Und da bin ich auch wahnsinnig dankbar für, Jervis, falls du zuschaust und verstehen solltest, was ich hier spreche. Danke für deine Unterstützung, sonst würde das nicht funktionieren. Jetzt ist es so, ich habe die Regeln bekommen, erst vor ein paar Tagen und das war auch der Grund, warum ich mich entschieden habe, die Folge erst heute zu veröffentlichen, weil ich die Information bekommen habe, dass die dritte Version halt heute veröffentlicht wird und da wäre es ja schön, wenn wir alle dran teilhaben können. Und nein, natürlich ist die deutsche Übersetzung der dritten Edition noch nicht fertig. Aber ich möchte die Zeit heute nehmen, um nochmal ein Update zu geben über das Projekt. Wie läuft es bei mir? Weil ich habe jetzt seit einiger Zeit nichts mehr dazu verlauten lassen. Und ich glaube, es ist einfach an der Zeit, jetzt ein guter Zeitpunkt. Um zu sagen, okay, wir fegen mal den ganzen Scherbenhaufen zusammen, gucken, wo stehen wir jetzt eigentlich. Der Sommer ist rum, draußen wird es spürbar kälter. Das heißt, man ist auch ein bisschen leistungsfähiger abends noch. Und dementsprechend kann ich mich jetzt da frisch ans Werk machen. Der Plan ist jetzt also, von hier aus zu gehen und zu sagen, gut, wir übernehmen die Regelveränderungen an den Grundregeln und natürlich an den Armeelisten. Und es gab ein paar Veränderungen, gehen wir gleich im Detail drauf ein. Und übersetzen auch das Kampagnenregelwerk. Ist auch nicht so wahnsinnig umfassend, aber ist, glaube ich, eine schöne Addition dazu. Und dann haben wir Grundregelwerk auf Deutsch, Armeelisten auf Deutsch, Kampagnen auf Deutsch. Und dann ist das auch tatsächlich ein schönes Werk. Wie gesagt, ich strebe ja ungefähr 100 Seiten an. Und wenn das dann alles fertig ist, bald, irgendwann dieses Jahr, dann können wir auch hingehen und sagen, jawohl, jetzt gießen wir das Ganze in ein Buch und dann sehen wir zu, dass wir das irgendwie so schnell wie möglich an euch rauskriegen. Ne? Wie die Kampagne laufen wird, wann die Kampagne laufen wird, ich habe das Tool für meinen Shop mittlerweile am Laufen. Ich tendiere hin und wieder immer mal trotzdem wieder zu Kickstarter zu gehen, auch wenn die natürlich relativ viel davon abhaben möchten. Allein, weil es die bessere Plattform ist mit einer vernünftigen Glaubwürdigkeit dahinter und nicht einfach irgendein Typ, der im Keller sitzt und euch tolle Geschichten erzählt von, ja, was ich nicht alles vorhabe und sowas. Ne? Also von daher schauen wir mal. So richtig sicher bin ich mir da noch nicht. Ich will nochmal mit dem einen oder anderen sprechen. Da fällt mir ja Phantasmus ein oder Martin Feller auch, die Kickstarter-Erfahrung haben, die sagen können, okay, die machen regelmäßig Bücher über sowas.
wie läuft es bei denen. Aber zurück zu Bella in Fortitude 3. Ich mache mich jetzt also daran, die Übersetzung zu starten und ich sehe zu, dass ich die schnellstmöglich veröffentlicht habe. Wird vielleicht Stück für Stück veröffentlicht und dann irgendwann werde ich sagen können, okay, jetzt habe ich die Grundregeln schon mal, jetzt habe ich die Armeelisten, jetzt habe ich dies und dann kommt irgendwann das Werk Bella in Fortitude Compendium Deutsch. Mit Kampagnen, mit Armeelisten, mit Szenarien, mit Regeln natürlich. So, und dann kommen natürlich auch noch die Schicksalskarten dazu. Und ich bin froh, dass ich die Information hatte, dass sich an den Schicksalskarten nochmal was ändert. Das passiert nämlich mit der dritten Version. Es gibt die ein oder andere Veränderung, insbesondere in der Generalangriffskarte. Da bin ich froh, dass wir jetzt nicht auf den alten Karten sitzen müssen, sondern das jetzt vernünftig mit der dritten Version noch einmal sauber machen, vernünftige Karten machen. Generischere Bilder rein, weil wenn ich das Ganze drucke und verkaufe, dann muss ich natürlich ans Thema Bildrechte denken. Und dann kann das Ding vielleicht mit dem Buch mit rausgehen, dass man sagt, es gibt das Buch, es gibt ein Bundle, Buch und Karten. Und je nachdem, was wir dann machen in der Kampagne, also was wir dann an Umsatz machen in der Kampagne, dann wird das Ganze finanziert oder halt eben nicht. Okay, das also mal so ein kurzer Abriss zum Thema, was passiert gerade bei Bella in Fortitude. Ich habe euch ja gesagt, ich möchte euch in diesem Video aber eine kleine Vorschau geben. Die Regeln könnt ihr euch bei den Parries schon runterladen, die englischen. Was hat sich geändert? Es hat sich ein bisschen was geändert. Ein paar Details, aber auch ein paar Grundregeln haben sich verändert. Deswegen, ich picke einfach so 4-5 Punkte raus und erzähle euch eine kurze Geschichte dazu. Wie gesagt, die Schicksalskarte All-Out Attack hat sich verändert. Die hat jeder Spieler in seinem Deck, von daher ist es nicht gerade unwichtig. Dann hat sich vor allen Dingen eine Grundregel geändert, und zwar die Sammelnaktion hat sich grundlegend verändert. Früher war es so, ich habe eine Gruppe, die ich sammle, also eine Einheit, die ich sammeln will, Würfel, versuche eine 4-plus oder 5-plus zu schaffen, wenn Feinde in der Nähe sind. Und wenn ich es geschafft habe, ist alles gesammelt und alles fein. Das Ganze verändert sich jetzt ein wenig. Gar nicht so sehr statistisch, aber im Doing, und mir persönlich gefällt es auf den ersten Blick. Wenn ich eine Einheit habe, die ich sammeln möchte. Und wir sagen einfach mal, die hat 3 Treffer abbekommen, also 3 Verlustmarker an sich. Dann würfle ich für jeden dieser Marker ein W6. Und wenn ich eine 6 schaffe, dann entferne ich diesen Marker. Wenn ich mich innerhalb von, wenn ich mich außerhalb von 12 Zoll, Zentimeter, was auch immer, zum Gegner befinde, dann bekomme ich plus 1 auf diesen Wurf. Das heißt, das Sammeln wird nach wie vor einfacher, ohne dass wir jetzt irgendwie rechnerisch auf eine 7 plus kommen müssten, wenn man es andersrum erschweren würde. Das heißt, ich würfel für jeden Marker einen Würfel und ja, ich habe natürlich die Möglichkeit zu sagen, ich baue 2 Punkte gleichzeitig ab. Auch wenn es nicht so wahnsinnig wahrscheinlich ist, kann es natürlich dennoch passieren. Mir persönlich gefällt es, weil das Sammeln war natürlich recht schwierig, gerade wenn ich Einheiten habe, die ich in der Front habe und die ich nicht so weit nach hinten entsetzen kann, dann baute man in jeder Runde einen Punkt ab. Das heißt, wenn die in der zweiten oder dritten Spielrunde dann auf 3 Punkte sind oder sowas, dann komme ich realistischerweise das restliche Gefecht da nicht mehr sinnvoll runter, dass die noch irgendwas Tolles machen können, außer hinten irgendwas zu sammeln oder wenn vorne alles zusammenbricht, dann halt im Weg zu stehen. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit, Einheiten tatsächlich relativ schnell, so zumindest gefühlt, relativ schnell wieder fit zu kriegen. Und damit kann man sagen, alles klar, ich sammle die hinten vernünftig und dann können die tatsächlich nochmal ein zweites oder drittes Treffen stellen. Finde ich persönlich sehr interessant. Ich bin gespannt darauf, wie es sich spielen wird. Es wird eine Regel wegfallen, eine Sonderregel, die mir persönlich nie so richtig gut gefallen hat, weil die Auswirkung einfach zu klein war. Die schwere Artillerie-Regel fällt weg. Schwere Artillerie hat in Zukunft einfach nicht mehr die Sonderregel schwere Artillerie, sondern einen um 1 höheren Feuerwert. Ist, denke ich mal, dasselbe und das ist auch sinnvoll bei so einer dritten Edition jetzt zu sagen, wir nehmen alles und vereinfachen Dinge. Ne? Diese schwere Artillerie-Regel, die stand irgendwie immer im Weg, die war ziemlich sperrig. Und jetzt gibt es sie halt nicht mehr. Schöne Sache. Eine weitere Änderung ist, und das finde ich persönlich auch sehr nachvollziehbar, Kavallerie, die einen Nahkampf gewinnt, kann sich jetzt überlegen, trotzdem zurückzufallen, um zu sagen, ich stürme in den Gegner, vertreibe ihn und ziehe mich trotzdem zurück, weil die Kavallerie ja nach wie vor recht mobil ist. Finde ich persönlich spannend, ist eine erstmal auf den ersten Blick kleine Veränderung, macht aber strategisch natürlich einen großen Unterschied. Also könnte die eine oder andere Überraschung für alteingesessene Kavallerie-Experten doch tatsächlich beinhalten, dass man sagt, okay, es ändert sich so ein bisschen das Verhalten der Kavallerie auf dem Schlachtfeld. Zu guter Letzt gibt es noch viele, viele weitere Änderungen und ich möchte gar nicht auf jede dieser Änderungen eingehen. Es ändert sich was bei Miliz, es ändert sich was bei kleinen Einheiten, also bei unterbesetzten Einheiten. Es ändern sich die
Autorenhinweise, die ich bis jetzt ja nicht übersetzt habe. Vielleicht mache ich das dann später nochmal. Und es ändert sich eine Regel, die man mögen oder hassen kann. Wenn ich einen Kontakt zwischen zwei Einheiten herstelle, brauchte ich bis jetzt 3 Figuren. So. Das ist natürlich bei Armeen, die man klassischerweise in Basengrößen mit mehreren Figuren drauf basiert, immer so ein bisschen hakelig gewesen. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, zu sagen, wir nehmen 2 Figuren. Das hat einen Vorteil, und zwar die übliche Basierung ist ja 4 Figuren bei Napo. Also das ist eine von vielen üblichen, aber ich behaupte das jetzt einfach mal, dass ich 4 Figuren auf, was war das, 5x5 habe oder sowas. Und das bedeutet also letztlich, ich kann das einfach übersetzen in eine Base, muss den Gegner berühren. Das macht es natürlich ein bisschen simpler, vielleicht auch ein bisschen schöner und sorgt aber auch dafür, dass ich das noch einfacher in 6mm übersetzen kann, weil ich dann sage, eine Base, fertig. War übrigens von vornherein der Plan. Wir hatten ursprünglich für die Armeelisten alles in Basen umgerechnet, bis ich dann halt mit Jervis und den Perrys gesprochen habe und die gesagt haben, ja nee, wenn du das machst, dann wäre es doch schon schön, wenn du das irgendwie an 28mm orientierst und dann halt eine Variante anbietest, um auf 6mm runterzukommen. Also nach wie vor Fokus der Regelübersetzung bleibt, eine 1:1 Übersetzung zu machen und vielleicht in einem speziellen Kapitel, was ich dann mal hinten anfüge oder so, sage, okay, gehe ich mal ein bisschen mehr drauf ein, wie man das Ganze in anderen Maßstäben spielen kann, weil bisher mache ich das nur im Vorwort, so als kleine Randnotiz und erkläre ich hier auf dem Kanal relativ viel, aber vielleicht kriege ich da ein eigenes kleines Kapitel von. Reicht ja eine Seite. Man muss ja nicht immer in Worten untergehen. So, also das sind großartige Neuigkeiten. Ich freue mich drauf. Mir gibt es wirklich neuen Schwung und ich habe auf diesen Tag gewartet, weil ich wusste ja, dass er irgendwann kommt. Und wenn ich jetzt auch die Ansicht habe, oder die Aussicht habe, besser gesagt, dass sich die Regeln nur noch einmal im Jahr grundlegend verändern würden, dann habe ich natürlich auch eine echte Chance. Weil, sind wir ganz ehrlich, in den letzten Monaten war es so, okay, ich bin mit irgendwas fertig, dann läuft das 4 Wochen und dann kriege ich von Jervis schon die nächste Vorschau. Was toll ist, was wirklich toll ist. Was aber dazu führt, dass ich immer wieder gesagt habe, ist jetzt wirklich schon der richtige Zeitpunkt für dieses Buch? Oder warten wir auf einen Punkt, der später kommt, also den Punkt. Wir sagen, okay, wir haben jetzt Regeln, die stehen da jetzt und die bleiben jetzt auch erstmal. Weil niemand möchte ein Buch kaufen und dann, wenn ich das Buch erhalte, dann gibt es schon 2 Versionen neue. Das ist kacke. Wir sind hier nicht bei Games Workshop und wir wollen ja auch nicht bei Games Workshop sein. Aber ich denke, das sollte allen von euch Zuschauern klar sein. Das also zum Update. Valor and Fortitude. Großartige Neuigkeiten. Ich freue mich drauf. Ich werde jetzt mich ans Übersetzen machen und werde mit den englischen Regeln schon mal ein erstes Testspiel aufnehmen. Vielleicht gibt es hier bald zu sehen. Lasst euch mal überraschen. Und dann legen wir wieder richtig los, jetzt wo der Herbst kommt. Danke fürs Zuschauen und danke für eure Unterstützung. Und falls ihr euch jetzt wundert, Mensch, in diesem Video gab es ja überhaupt keine Werbeunterbrechung, gar keine Influencer, die mir Werbetexte von Holy vorlesen oder irgendwas anderes. Ja, das liegt daran, dass ihr, liebe Kanalmitglieder, dafür sorgt, dass dieses Video sowie alle anderen Videos hier auf dem Kanal frei von nervigen Werbeunterbrechungen sind. Und dafür bin ich euch wahnsinnig dankbar. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann lasst doch ein Like und ein Abo da oder auch gerne einen Kommentar, wenn ihr eine Meinung habt zur neuen Version 3.0 von Valor and Fortitude. Ich freue mich drauf und jetzt legen wir wieder richtig los. Bis zum nächsten Mal hier bei Tabletschmock.